Liebe Zuschauer, ist Ihnen auch schon ganz heiß? Ja, kein Wunder, denn Fantasy zünden wieder ihr absolutes Hitfeuerwerk. Es ist die Sensation des Jahres. Fantasy präsentieren erstmals neben ihrem neuen Album Mitten im Feuer die beste Fanbox aller Zeiten. Ja, hier haben sich für Martin und Freddy für sie, ihre lieben Fans, natürlich richtig was einfallen lassen. Das gab es so noch nie versprochen. Und in dieser Fanbox, liebe Zuschauer, sind so viele wunderschöne Überraschungen. Neben der neuen handsignierten CD mit echten brandneuen Megahits gibt es eine DVD, ein Fanarmband, ein Autosticker, ein Fanshirt, eine Fantasy-Duftkerze und das alles verpackt in einer hochwertigen Geschenkverpackung. Hits für Hits für Hits und die volle Power-Fantasy finden Sie hier in dieser Fanbox. Und Achtung! Diese Fanbox ist nur in einer streng limitierten Auflage erhältlich. Und deshalb gebe ich Ihnen einen guten Rat, liebe Zuschauer, rufen Sie am besten schnell an und sichern Sie sich Ihre Box. Hier gilt, wenn weg, dann weg. Es gibt keine Nachauflage dieser hochwertigen Fanbox. Und deshalb, liebe Zuschauer, schnell anrufen. Mitten im Feuer will ich stehen, in deinen Augen Flammen sehen. Zuschauer, und endlich sind sie bei uns. Fantasy! Yes, Fantasy is in the house. Hi. Ihr Lieben, ihr habt eine wunderbare Box. Es gibt so viele schöne Sachen. Es gibt eine Kerze zum Duften, es gibt einen Autosticker, wo man sagen kann, hey, allzeit gute Fahrt. Aber das Allerwichtigste, was ich mega fantastisch finde, ist die Tatsache, ihr habt wirklich jedes Album handsigniert. Erzählt uns bitte, wie sieht das aus, wenn Fantasy wirklich... Ja. Das war also. Das war schon ein Phänomen. Wir waren ja bei mir zu Hause. Freddy war bei mir zu Besuch für 2 Tage. Also ich gezwungenermaßen zu Besuch. Wir hatten ja was zu tun. Ja. Dann kam so ein Lieferwagen und stellte bei uns vom Haus eine ganze Palette voller, ich glaube, das waren 10.000 Alben. Das waren vorab. Schon mehr, aber 10.000 mussten wir schaffen. Ja, und dass der Freddy natürlich seinen Flug auch nicht verpassen sollte, war er wirklich so fleißig, dass er wirklich innerhalb von 2 Tagen und einer Nacht die ganzen 10.000, ich hatte noch 3 Tage noch ein bisschen mehr Zeit, die zu unterschreiben. Ich habe die Nächte durchgemacht, wirklich die 2 Nächte. Ich wollte das schnell hinter mich bringen, weil es ist ja echt anstrengend. Und wenn du diesen Berg an CDs gesehen hättest, dann wärst du auch froh, wenn das dann endlich mal vorbei ist. Am Anfang dachte ich, Mensch, das nimmt überhaupt kein Ende. Und irgendwann habe ich gesagt, und dann war ich dann so drin in diesem Trott und habe das unterschrieben. Das muss. Und hinterher war es auf einmal, bin ich aufgewacht und dann waren sie alle fertig. Aber du hast sogar zu mir gesagt, das hat nach der Zeit süchtig gemacht, ne? Das hat süchtig gemacht. Und ich bin morgens immer um 7 Uhr ins Bett, dann ist Martin aufgestanden. Nein, ist bald doch. Und ist bald umgefallen und sagt, bist du Wahnsinn? Hast du nicht die ganze Nacht? Sagt, doch, ich habe die ganze Nacht geschrieben. Und Martin hat die andere Nacht ganz durchgemacht. Wie viele Stifte habt ihr verbraucht? 6. Ja. Jeder 3 Stifte, ja. Oh, liebe Zuschauer, und das für Sie. Also wirklich ein großes, großes Dankeschön, kann ich auch sagen, im Namen der Zuschauer. Also mehr geht nicht, ihr Lieben. Wirklich, da geht sofort mein Herz auf. Tausendmal war's so egal, dass wir uns nur heimlich sehen. Jetzt wünsch ich mir in deinem Arm, du wirst nie mehr zu ihm gehen. In den Bergen ist es heißer als am Stand noch sein Wagen vor deiner
was ihr wieder möglich gemacht habt für eure Fans, für sie, liebe Zuschauer. Es ist unglaublich. Und Fredi, du hast so ein schickes Armband. Ja, ich habe die passende Kette auch noch zu Hause dazu. Es bleibt ewig in meinem Safe. Wir haben ja damals von der Plattenfirma, weil das Album auf 1 gegangen ist, vor ein paar Jahren, das war, glaube ich, Eine Nacht im Paradies. Und da haben wir, gab es ja auch irgendwann mal so Ketten, Fantasy-Ketten. Und wir haben eine große Kette, so richtig wie damals Nora war. Und die ist auch bei uns zu Hause im Safe. Was ist deine auch da? Die ist auch und da. Jetzt der Knüller und der Knaller. Jetzt gibt es ein Fantasy-Armband. Und das finde ich richtig geil. Ich hoffe, dass wir das auch noch mal von der Plattenfirma irgendwann bekommen, so als Geschenk für den Safe. Na, das war doch mal ein Ding mit dem Zaunfall, oder? Und ja, das Ding könnte auch bei ihm zu Hause, landen, wenn Sie wollen. Im Safe kommt das Ding an, nämlich dieser Safe hier, dieser Fantasy mitten im Feuer Safe. Diese, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Du hast vollkommen recht. Ne? Natürlich jetzt auch, wir haben jetzt bald schon Januar. Du musst das mal ein bisschen abmachen. Und bei den Temperaturen, die wir heute haben, reichen die schon. Das stimmt. Allerdings, und wenn Sie von dem T-Shirt nicht genug haben, gibt es noch, darf ich das T-Shirt hier abnehmen, damit die Kerze los ist. Ja. Und die riecht so lecker. Oh, die riecht so jetzt lecker. Schon mega. Ich bin die so riecht, ich freue mich jetzt schon Kerze. Auf Weihnachten, ehrlich, auf nächstes Jahr Weihnachten noch mit. Dass ich. Die riecht super lecker. Die riecht so, lecker. So lecker. Echt lecker. Die riecht ein bisschen wie bei dir zu Hause Kroatien. Das riecht so ein bisschen nach Ankommen. Es kann daran liegen, dass ich diesen Duft mit Martin eigens kreiert habe. Wir haben ja zu Hause auch so Kerzen schon länger in dieser Duft und ich liebe diesen Duft und wir haben es beide echt mit Freude gemacht und freuen uns jetzt, diesen Duft unseres Wohnzimmers oder unseres Heims in das Heim unserer Fans zu bringen. In die weite Welt ja, hinauszubringen. Liebe Zuschauer, 14 Titel an der Zahl, ein Medley, ein Remix, zwei Bonus-Tracks und das Schöne ist, liebe Zuschauer, handsigniert. Es gibt eine DVD dazu, es gibt dieses wunderbare Fan-Armband. Richtig, den Autosticker gibt es natürlich auch für allzeit gute Fahrt. Ich sage das total gerne. Es gibt ein Fanshirt, es gibt ein Fanschal, es gibt so viel. Und liebe Zuschauer, für 49,99 unter der 0800 045 44 00. Och, ist das schön. Wenn das auf den Weg gehen soll, liebe Zuschauer, dann sollten Sie jetzt anrufen. Und den schönen Schal gibt's auch. Ja. Denkst du an ihn in dieser Nacht, auch wenn du mit mir schläfst? Was hab ich nur falsch gemacht? Ich will nicht, dass du gehst. Ich werd dich an den Wind verlieren und dann bleibe ich zurück. Einmal wirst du zu viel. Den Walzer der Rose getanzt, dann gingst du fort, dann gingst du fort. Wir haben von allem den schönsten getanzt, dann gingst du von mir fort. Und ihr Lieben, ihr habt ja für eure Fans, für unsere Zuschauer natürlich etwas, ja, on top kreiert. Ja, deswegen hat das Album ja etwas länger gebraucht. Gut Ding will Weile haben und dieses Lied braucht er auch ein bisschen, weil wir haben was ganz Besonderes gemacht. Wir haben nämlich aus allen unseren Hits einen ganz neuen Song kreiert. Also kein Medley, wie man denken würde, sondern einen ganz neuen Song. Und der Text basiert auf alle bisher veröffentlichten Titel von uns, die zusammen zu einem eigenen Text geschrieben wurden. Ich bin so aufgeregt. Doch, also liebe Zuschauer, ich denke, ich darf jetzt auch im Namen von Ihnen sprechen. Ich würde das gerne mal hören. Aber also, nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Ja. Soll eine Überraschung sein. Soll ja noch eine Überraschung sein. Darling, ja immer noch steht dein Name auf dem weißen Segelboot. Ich versprach dir, als wir damals noch am Bahnhof Sehnsucht waren, dass wir irgendwann nach San Francisco fahren. Ja, mein absoluter Favorite Song auf dem Album. Genau, mein Lieblingssong. Und ich habe wirklich, ich war selber aufgeregt, weil es hieß ja immer, und es gibt eine Überraschung. Und ich denke, wann geben sie denn endlich kund?
Und jetzt freue ich mich, dass es raus ist, weil es ist echt mein most favorite Lieblingssong ever. Liebe Zuschauer, das ist nicht nur die Fantasy-Reise, beziehungsweise eine Reise in die Vergangenheit für Fantasy, sondern auch für Sie. Weil für alle diejenigen, die natürlich Fantasy schon viele, viele Jahre unterstützen und die genauso verliebt sind in die Musik von Fantasy, wird es ein inneres Blumenpflücken. Darling, ja, immer noch steht dein Name auf dem weißen Segelboot. Ich versprach dir, als wir damals noch am Bahnhof Sehnsucht waren, dass wir irgendwann nach San Francisco fahren. Liebe Zuschauer, wir möchten Ihnen natürlich unbedingt die Fanbox an Ihr Herz legen. Es gibt 14 Titel an der Zahl, es gibt ein Medley, ein Remix, zwei Bonustitel und das Schöne ist, diese wunderbare Box bzw. das Album ist handsigniert von Freddy und von Martin. Ja, sechs Stifte an der Zahl. Es gibt eine DVD, es gibt ein Fanarmband, es gibt einen Autosticker, es gibt ein Fanshirt und natürlich einen Fanschal. Liebe Zuschauer, Sie haben richtig gehört, das ist eine Box der Superlativen. Und sie ist wirklich streng limitiert. Oh. Was heißt streng limitiert? Naja, also als allererstes muss man natürlich dazu sagen, das ist eigentlich dein Part, Martin. Ja. Das hast du nämlich gesagt. Exklusiv, nur hier bei Shop24. Richtig, hat er das gesagt, Nathalie, das darfst du nicht vergessen. Das musst du unbedingt sagen. Das gibt's nur hier bei Shop24 direkt. Und limitiert heißt jetzt begrenzt? Begrenzt. Was heißt das jetzt im Detail? Wenn die ausverkauft sind, weil ganz, ganz viele Leute anrufen, ist sie ausverkauft. Das heißt, dann ist sie weg. Also muss man jetzt am besten jetzt anrufen oder was? Am besten jetzt dann anrufen. Dann habe ich eine Idee, ich muss dann wirklich ganz schnell weg. Ich muss zu meiner Mutti, weil ich kriege nie eine Box. Aber meine Mutti, die wird jetzt anrufen für mich. Jetzt kriege ich eine. Ich sage schon mal Tschüss. Ich bestimme jetzt die Box über meine Mutter. Tschüss. Und liebe Zuschauer, 0800 045 44 00, das ist die Nummer, wo Sie jetzt Ihre Box sichern können. Oh. Viel Spaß damit. Liebe Grüße. Mitten im Feuer will ich stehen, in deinen Augen Flammen sehen. Mitten im Feuer, du und ich, wenn ich liebe ganz oder gar nicht an dich. Weißt du eigentlich, wie schön du bist? Zuschauer, lassen Sie sich von Fantasy verzaubern und bestellen Sie jetzt diese wunderbar limitierte Fanbox von Fantasy unter 0800 045 44 00 und Sie werden begeistert sein, versprochen. Ich sage danke an Fantasy für dieses tolle Angebot und ich sage ciao, amore mio. Ach, und die nehme ich jetzt mit. Und du sagst ciao, amore, ciao, amore. San Francisco fun.